Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Falls irgendwer wieder auf die Idee kommt, aus meinem Freundeskreis dieses Video abzuspielen, während ich im selben Raum bin, dann grüße ich mich hiermit selbst. In allen anderen Fällen grüße ich natürlich euch auch und auch sowieso und immer und hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade mal meine Lautstärke eingestellt vom Headset. Oh, das ist etwas zu laut. So, ist gut. Habe mir eine Dose Star Wars Space Punch aufgemacht, diesen komischen Fruchtsaft, den die damals rausgebracht haben zum 7. Star Wars Teil. Als ich noch nicht wusste, dass das keine Energy Drink war, habe ich mir irgendwie 16 Dosen davon geholt. Aber ich habe sie wenigstens alle, das waren so sammelbare Dosen und es schmeckt auch gar nicht mal so schlecht. Wenn man nicht dran denkt, dass man davon nicht wach bleibt. Wir haben schon wieder 3 Uhr nachts, das ist das Problem. Aber ich würde sehen, wie weit ich komme mit meiner Aufmerksamkeitsspanne. Es ist immer noch zu laut eingestellt. So. Und auch heute entscheide ich mich wieder gegen die Mission von Zero. Because I don't have any Bock. Hallo? So. Mein Problem sind die Taxipreise. Dann klaue ich mir das Fahrzeug doch lieber und gehe eine Gefängnisstrafe ein. Wenn die mich denn überhaupt erwischen. Das klappt eh nicht. Bis dahin sterbe ich wahrscheinlich. So. Ja, also damit leite ich ganz recht herzlich und freundlich mit besten Grüßen die heutige Folge ein. Fängt auch schon mal direkt richtig gut an. Ich meine, auf der gegnerischen Fahrspur fahren ist vollkommen normal, nur Laternen sollte man vielleicht stehen lassen. Aber ich glaube, die werden ja sowieso wieder regeneriert hier. Ich habe ja letztes Mal gelernt, Waffen zu haben ist die beste Alternative für so eine Mission. Auch werde ich mir eine Schutzweste kaufen, sofern die sowas haben. In diesem komischen Waffenladen davon. Und ich glaube, ich weiß sogar noch den Weg. Hier rum. Dann da rechts. Und dann einfach nur der Straße folgen. Das sieht richtig aus. Doch, guck mal. Hieran kann ich mich erinnern. Diesmal ist es nämlich... Oh, Menschen fliegen 50 Meter weit, wenn ich sie treffe. Diesmal ist es nur eine Woche her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das heißt, ich kann mich an so gut wie alles noch erinnern. Also an so gut wie alles, was ich letzte Woche erneut herausgefunden habe. Naja. Übrigens kommt bald in ein paar Tagen, oder jetzt, vielleicht jetzt diesen Montag, Dienstag schon. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video hochlade. Vielleicht kommt das ja erst nächsten Februar raus. Dann ist das ja völlig veraltet, diese Info. Aber es kommt bald die Bioshock-Dingsbums raus. Diese Remastered Collection. Und auch wenn ich gar kein Freund davon bin, Remastered-Spiele die ganze Zeit rauszubringen, muss ich sagen, Bioshock hätte ich schon richtig Bock mal auf der PS4 zu spielen. Vor allem als Bioshock 1 und 2... Schutzweste, ja. Vor allem Bioshock 1 und 2 als Remastered-Version. Bioshock Infinite sah ja damals schon ziemlich gut aus, aber da bin ich dann auch gespannt. Überlege ich mal, weil das kostet halt 40 €, und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, das im Moment zu bezahlen, wegen dem Geld, was ich für Kanada, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, falls ihr euch erinnern könnt, zu sparen habe und nicht auszugeben habe. Außerdem habe ich im Moment noch einige andere sehr unbequeme Zahlungen vorzunehmen. Das müsst ihr aber nicht unbedingt erfahren, denn sonst denkt ihr euch, ja... Hey, der ist ja noch dümmer, als ich vorher gedacht hätte. Na, ja, dann deabonniere ich doch mal, zack. Wo ist der nächste Hund, den ich deabonnieren kann? Abo-Red. Scheiße, den Satz hätte ich ein bisschen cooler gestalten können, aber... Verzeiht mir, es war jetzt der lame Versuch, irgendjemanden zu dissen, der sowieso die ganze Zeit das Opfer von irgendwelchen Gags und Beleidigungen ist. Deswegen musste das jetzt nicht allzu kreativ sein. Wenn ihr wirklich spannende Beleidigungen hören wollt, dann guckt euch einfach irgendwelche anderen YouTube-Videos an, denn so heutzutage kriegt eigentlich jeder irgendwas ab. Auch wenn er eigentlich gar nichts getan hat, das ist das Schöne daran. Einfach nur im Internet sein reicht, um beleidigt zu werden. Hey, du Hurensohn, Alter, warum hast du das und das denn nicht gemacht? Da dürft ihr gar nicht drauf hören. Gut. What's up, Husi? We'll need a ride. Mine's getting some bodywork. We need a ride. Don't trip. Okay, then let's get us to our meeting. Tong und die Triade. Have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. You hit me, asshole! Okay, so what's all this talk of business? Some meint ihr, diese Triaden sind Teil des Putang-Clans? We're not sure why they're gaining any courage now, but
Jetzt stehen wir im Blitzlicht und alle Frauen wollen, seitdem wir berühmt sind, nur noch unser braunes Gold. Egal wo wir hingehen, jubeln unsere Fans. Sie wollen immer mehr vom Putin Clan. Wir geben ihnen Putin Clan, ah, Putin Clan. So. Na? Wie wär's mit dir? Guck mal, wo läuft er denn lang? Spacko. Hm, hier ist eine Wand. Mal gucken, was passieren wird. Oh, was für ein Zufall. Es reicht offenbar, wenn ich einfach nur irgendwo hingehe, wo es sinnvoll ist. Und das kann er dann schon bemerken. Jetzt stehen wir im Blitzlicht und alle kommen wollen. Oh. Ja, naja, so geht's auch. Seitdem wir berühmt sind, nur noch unser braunes Gold. Oh, ja. Ich stehe da im Moment total drauf. Trailer Park ist ja auch sonst eigentlich eine ganz coole Geschichte, aber... Nein. Guck mal, wie viel Lebensenergie ich noch habe. Das ist echt super. Bestimmt kommt gleich ein Panzer oder sowas. Den... Nein. In GTA Liberty City Stories konnte man sich einen Panzer entschieden, der alles zum Explodieren brachte, was man berührt hat. Ich hoffe, sowas gibt's hier nicht auch. Zumindest nicht für die Gegner. You drive. I'll send them back to the sewers. Ah, man. So sicher, dass du als Blinder da so viel... Ja. Errichten kannst. Thanks, man. Appreciate that. Kann man hier nicht auch irgendwie Drive-by? Ah, ja, guck mal, es geht auch. Ja, ich kenne das Spiel, ne? Und jetzt nicht lästern. Das ist alles der Lernprozess, den ich nochmal durchschreite. So, kann man nach hinten gucken. Perfekt. So, eigentlich muss ich eigentlich auch nur entkommen, ne? Muss ich entkommen oder muss ich den wirklich alle umnieten lassen? Oh. Oh, ja, 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 er brennt jetzt bitte nicht mehr. Nein, geh weg. Thank you, Carl. You saved me from having to kill them all myself. Okay, let's get back to my place. Okay, your place is not far away. Fortunately, because the car is near at the end. But anyway, exploding things are seem normal. Token of the Tons appreciation for what you did today. Hey, cool, Hello Kitty Anhänger und $23. Das ist aber nett von dir, hätte doch ein bisschen ein müssen. So, ja, mit $6,000 können wir nicht viel anfangen. Ich gehe mal zurück und speichere erstmal. Diese Scheiße will ich nicht nochmal machen. Zumindest, auch nicht dann, wenn ich jetzt nächstes Mal vergesse zu speichern und dann, nächste Folge oder übernächste oder übernächste Folge dann plötzlich wieder am Anfang dieser hier beginne und mir sagt, okay, das lief gut. Doch, auf jeden Fall. Oh. So, let's call our little small workplace here little vagina, because I think it's not that big and also vaginas are good, because, you know, everyone just likes them. So, I think that's the perfect name for this place. People gonna love our services and also... no, not that car, but my next car. I think I'll just. Oh! I've got the choose. I've got the decision. I'm sorry, because to choose is just the verb. Ich fange wieder an mit dem Englisch. Also ich finde das lustig, aber das ist, macht mir zwischendurch ein bisschen Freude. Muss ich doch definitiv sagen, ne? Zero kann mich mal sonst wo.
Genau wie der Typ, der bei RTL irgendwo mal was gebastelt hat oder bei Kabel 1 da und dann der sich über seinen Stein da aufgeregt hat, geht mir das einen Kilometer am Poppis vorbei. Und vorbei am Poppis hin zum Triadenmann. Ran-ra-li-fa. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ran-fa Li. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Yeah. Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Huh? He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Ich glaube, most important ist ein bisschen anders zu übersetzen als wichtig. Most important ist ja meistens wichtig. Dieses Mal also nicht. Entscheide ich jetzt. Nein. Ihr wisst ja alle, worum es geht. Wer des Englischen nicht mächtig ist, der wird wahrscheinlich sowieso schon längst ausgeschaltet haben, weil die alle denken, ist der bescheuert. Zwischendurch 50% der Zeit, Alter. Sprich mal Deutsch. Wo sind wir denn hier? Ich wähle auch die AfD, alles klar. Ja, wir sind international hier, Leute. Da braucht ihr keine Angst haben. Airport. Pff. Ja, dann mal gucken. Ich habe ja immerhin einen schicken Sportwagen hier. Der ist eigentlich viel zu geil, um den, den weiterhin hier zu benutzen. So, jetzt biege ich hier mal ab. Ah, ach, das tut mir aber leid. Da habe ich aber jemanden umgefahren. So. Oh, ich habe nicht eingerammt. Nicht eine Person habe ich gerammt. Wo muss ich denn hin? Jetzt stehen wir im Blitzlicht und alle Frauen wollen, seitdem wir berühmt sind, nur noch unser braunes Gold. Ach, wo bin ich hier? Ach, ich bin total falsch. Nein. Ach so, na gut, so schlimm auch wieder nicht. Ich darf nur nicht ins Wasser fahren, weil das wäre sehr ärgerlich. Das Auto ist ja quasi neu. Ich meine, davon abgesehen, dass es uns sowieso egal ist, weil wir alle neuen Autos klauen. Schicke Felgen hat der. Könnte ich privat auch gebrauchen. Ja. Ich habe meine neulich kaputt gefahren. Eine davon. Aber so richtig mächtig. Der hat ordentlich einen Höhenschlag bekommen. Sieht nicht mehr so geil aus. Doch, also da muss ich mich auf jeden Fall selbst loben für diese Angelegenheit. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht so rausposaunen, aber was soll's. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Wohl muss ich halt eine neue holen oder wahrscheinlich dann direkt einen ganzen Felgensatz. Dann kann ich direkt mal einen Designwechsel machen, das ist eigentlich cool. Kommt halt gerade nur nicht so gelegen wegen den Ausgaben, aber mein Gott. Oh, scheiße. Ach, hier fahre ich nur rein, wenn ich fliegen will. Gut, das ist der Flughafen, das hätte ich mir denken können. Guck mal da. So, ich hoffe, das liegt hier direkt auf der Straße. Hol das Auto. Nein. Naja, gut. Immerhin habe ich eine Straßensperre errichtet mit dem bestehenden. Okay. Möglicherweise. Oh, da ist wohl jemand verunglückt an unserem Wagen. Ich sehe keinen Menschen. Hier liegt plötzlich irgendein Motorrad. Das nehme ich mal als akzeptiert hin. So. Hey, Alter, wo ist denn die Karre jetzt? Ich brauche den Stoff, der da drin ist. Ich... Ah, guck mal hier. Ich meine, ich muss den Newtonmeter spüren.
die dieses Kraftaggregat aus Sprit umsetzt. Oh, ja, guck mal, jetzt bestimmt Zeitbombe oder so. Ah, die Da Nang Boys bewachen die Ausgänge. Ist das nicht was für ein... Was für eine umsichtige Freundlichkeit von den Da Nang Boys, dass sie so großherzig darauf aufpassen, dass ich hier keinen Mist baue. Das, oh nein, 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 nein. Da sitzen die ja überall auf der Straße rum. Ich hoffe, die haben nicht noch mehr. Ach ja, klar, haben die noch mehr von ihren dummen Trucks. Pisst euch doch, die Bastarde. Wie viel haben die davon? Die sind doch gerade erst in die USA gekommen. Wie viel Geld kann man denn hier haben? Das muss man sich doch alles erst verdienen. Durch Drogenhandel oder Immobilienfirmen, Präsidentschaftskandidaturen und dann im Weißen Haus einfach alles ausgeben, was der Staat so hergibt. Stop that car! Stop that car! Manchen Lau, Moignon, Hang, Tongong. So. Zweier sind wir schon mal los. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber hier ist irgendwo eine Straße da oben. Ja, guck mal, perfekt. Einen Polizeistern haben wir, weil wir städtischen Rasen zerstört haben. Naja, gut, ich meine, das ist Eigentum des Staates, also. Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, weil ich meine, die haben ja auch wenig Geld. Gerade wegen den vielen Obdachlosen, die keine Steuern zahlen, sondern sie eher auffressen. So. Ist eigentlich auch schon fast ein Rennwagen. Wenn ich jetzt nicht bremsen würde, dann könnte man fast meinen, dass der Wagen relativ schnell ist. Gut, Beschleunigung ist jetzt mit Scheiße, ne? Insgesamt Geschwindigkeit, Topspeed ist... akzeptabel bis scheiße, weil da hinten sehe ich schon wieder ein paar Dreiecke kommen, aber die brauchen noch ein bisschen. So. Nein, ich habe nicht getrunken. Bitte unterlasst irgendwelche Ausdrücke. Ich konzentriere mich gerade nur. So, Achtung. Und es wurde bisher nicht mehr auf mich geschossen seit dem Flughafen. Die sind alle offenbar zu doof gewesen. Ach, scheiße, jetzt haben wir uns lauter Camaros geholt, um schneller voranzukommen, aber wir haben kein Geld mehr für Waffen. Naja, vielleicht können wir ihn ja mit bösen Blicken zur Strecke bringen. Ach, klappt nicht. So. Das ist ein Taxi, das möchte ich nicht. Also zumindest dieses hässliche Taxi nicht. Andererseits fährt hier gerade nichts anderes rum. Na, doch, da auf der anderen Seite, das war ja klar. Egal. Wo können wir nun... Obwohl, nee, warte, Pizza brauche ich nicht. Weil ich hab hier... Obwohl, warte mal, doch klar brauche ich Pizza. Ich muss mich ja auf Trab halten und gestärkt. Das regeneriert nicht nur meinen Gesundheitsbalken, sondern auch die ganzen anderen Sachen, die ich so habe. Deswegen... What would you like, sir? Hello, can I please get some fish and chips? Cause that's my favorite meal in my homeland. Okay, don't have that on stock, so take the double deluxe. Enjoy your meal, sir. $5 for... Well, let's say it kindly. Compacted meat, let's call it meat, and a few buns, that is way too much. Big Catalina, is that you again? Okay, ich dachte, jetzt kommt eine Mission. Das ist natürlich praktisch. Jetzt haben wir nämlich gerade gleich irgendwann die 20 Minuten überschritten. Ist auch egal, eigentlich kann ich die Folge jetzt so beenden. Ich meine, ich mache lieber zwei Folgen statt eine, die länger ist, aber dann habe ich wenigstens für zwei Tage was. Und ihr denkt dann, oh Alter, der gibt sich aber viel Mühe. In Wahrheit habe ich genauso lange aufgenommen, aber psch, das dürft ihr nicht weiter sagen. Sonst überklauen sich die anderen ja die Tipps von mir. Und dann sind die Videos bald alle genauso gut wie hier auf dem Kanal. Und das wollen wir ja nicht zulassen, ne? Also psch, seid ihr schön leise, ne? Gut, dann sonst noch, ach, wie was? Ich habe nichts gesagt, nein.
Danke für eure Bewertung, das wollte ich sagen. Ne? Vielleicht habe ich das ja kurz Gedanken verloren geflüstert, weil ich mal wieder mit der geistigen Wachheit total am Ende bin. Aber ein Schluck Star Wars Getränk wird es bestimmt machen. Das ist übrigens keine Schleichwerbung. Die Dinger gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Kann man Schleichwerbung für etwas machen, was man nicht mehr kaufen kann? Eigentlich schon, ne? Gut, dann ist es Schleichwerbung. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!